Hallo und herzlich willkommen in unserem Video zum neuen Break-In-Spiel von Schmidt-Spiele. Beziehungsweise Break-In von Alcatraz. Nach. Wir brechen ein nach Alcatraz. Das ist hier diese neue Schachtel, die Schmidt jetzt auf den Markt gebracht hat. Ähnlich wie bei Mystery House, was auch von Schmidt ist, brechen wir rein. Also wir wollen nicht raus, genau, sondern wir wollen kein rein. Escape, sondern ein Inscape. Inscape oder so. Ein Break-In. Ja, dazu hat uns Schmidt dieses Spiel zukommen lassen und wir werden mit euch vielleicht den Anfang jetzt ein bisschen. Damit ihr auch mal seht, wie das Ganze funktioniert. Wir selber haben es bis jetzt noch nicht gespielt. Das heißt, das Einzige, was wir gemacht haben, ist die Anleitung gelesen. Zu nochmal Break-In Alcatraz und das ist entwickelt worden von David Jakos. Sagt mir erstmal persönlich gar nicht. Im Original bei Streamline Design und dann hat Schmidt natürlich übersetzt. Genau. Und wir schauen jetzt einfach mal in die Schachtel hinein, was es da drin gibt, wenn wir die öffnen. Das haben wir leider schon ein bisschen vorbereitet. Ja, das haben wir schon vorbereitet. Aber geht nicht so leicht auf. Genau. Zack. Und das ist die Denn Schachtel. Wenn man die zum ersten Mal aufmacht, sind im Deckel noch ganz viele Karten drin. Ganz genau. Die haben wir schon mal zur Seite gepackt. Aber ihr seht hier einen Plan und es gibt an den Seiten, also hier einen Plan und an den Seiten gibt es eben auch Illustrationen. Weil wir befinden uns gerade auf einem Schiff, was nach Alcatraz fährt. Jedenfalls würde ich das jetzt mal aus den Illustrationen dort sehen. Und nun geht es darum, die Symbole, die hier abgebildet sind, in der Spielverpackung zu finden. Denn es gibt einen ganzen Stapel, da darf man sich nur die Vorderseiten jetzt angucken, mit Symbolkarten. Und wenn man so ein Symbol eben auf der Schachtel findet, dann sucht man die entsprechende Karte aus dem Stapel raus und liest die vor. Das werdet ihr ja dann gleich sehen. Und jetzt erfahrt ihr erstmal, warum wir das überhaupt machen. Ja, jetzt haben wir uns schöne, gibt's einen schönen Stimmungstext. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Zwei sogar. Deswegen, wir sind zu zweit. Nicht jeder, zu dreit. Jeder darf einen lesen. Dann darfst du anfangen. In der Nacht des 11. Juni 1962 kam es zum einzigen erfolgreichen Ausbruch aus Alcatraz. Jeder andere Fluchtversuch aus dem weltweit sichersten Gefängnis scheiterte oder endete sogar mit dem Tod der Männer, die den Fluchtversuch wagten. Mhm. Bis heute ist es ein Rätsel, wie es diesen Männern gelang, von der Insel zu entkommen. Dahinter steckt ein Geheimnis. Sie hatten Hilfe von außen. Mhm. Es ist der Tag des großen Ausbruchs. Die Jungs im Innern brauchen deine Hilfe. Unsere Hilfe. Ja. Also, eure Hilfe also quasi. Ja. Wenn sie erfolgreich sein wollen. Doch damit ihr Plan funktioniert, musst du die unglaublichste und waghalsigste Aufgabe von allen bewältigen. Du musst in das Gefängnis einbrechen, aus dem es kein Entkommen gibt. Bekannt unter dem Namen The Rock. The Rock, ja. Gab es auch einen Film dazu. Ja, genau. Wie der Film. Aber nicht wie der Schauspieler. Also Dwayne The Rock Johnson. Der hat damit nichts zu tun. Vielleicht auch. Du weißt, es ist völliger Irrsinn. Du wirst in eine Festung aus Gitterstäben laufen, in der es von bewaffneten Wächtern wimmelt und du wirst umgeben sein von unberechenbaren Gewässern, die eine Flucht bisher unmöglich machen. Wer wäre also so verrückt, ausgerechnet in das Gefängnis einzubrechen, aus dem bisher niemand entkommen konnte? Offensichtlich wir. Ja. Plus noch x andere Leute, die sich vielleicht danach das dann machen. Deswegen hier auch nochmal an dieser Stelle, bevor ich jetzt wirklich diesen Text laut vorlese, also das der andere von Jasmin war jetzt nur der Einleitungstext. Dann kommt eigentlich die Spielerklärung. Jetzt geht's wirklich los und wenn ihr wirklich gar nicht wissen wollt, wie das Spiel funktioniert, gar nicht gespoilert werden wollt oder sonstiges, dann müsst ihr jetzt abschalten, weil jetzt geht's wirklich mit dem Gespoilere los. Schon an einem Tag, an dem Frank Morris nach Alcatraz gebracht wurde, plante er seine Flucht. Seitdem hast du Briefe mit versteckten Nachrichten von ihm erhalten. Du weißt, dass er und drei weitere Männer, Alan West und die Angeline-Brüder, John und Clarence, am 11. Juni aus Alcatraz ausbrechen wollen.
während der Gefängnisdirektor auf einem Angelausflug ist. Du weißt außerdem, dass sie das auf keinen Fall schaffen können. Das Wasser rund um Alcatraz ist eiskalt. Die Strömung ist stark und es gibt dort Haie. Du schuldest Frank einen großen Gefallen, also wirst du ihm helfen, indem du ein Boot organisierst, das sie aufnimmt, bevor sie im Wasser erfrieren. Aber das ist noch nicht genug. Du wirst sie in der Dunkelheit niemals finden. Sie brauchen ein Funkgerät, um dich wissen zu lassen, wo sie sind. Daher hast du jetzt einen genauso waghalsigen Plan wie Frank. Du wirst mit einem Funkgerät in Alcatraz einbrechen und zusammen mit Frank und den anderen fliehen, damit das Boot euch finden kann. Du weißt, es ist verrückt, aber ist es das wirklich? Die Wachen werden niemals vermuten, dass sich jemand hineinschleichen will. Also werden sie auch nicht nach dir suchen. Das könnte tatsächlich funktionieren. Damit wir nicht ganz hilflos sind, haben wir natürlich das vielgelobte Funkgerät dabei. Das in diesem System, so viel haben wir schon herausgefunden, als Hilfe fungiert. Ja, wunderbar, ein Funkgerät. Wir haben 7 Lösungsstreifen. Ja. 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Brief, den wir vermutlich gleich vorlesen werden. Und ein Werkzeugkoffer. Den wir nicht vorlesen werden. Und halt eine Insel. Wenn wir uns jetzt die Insel anschauen, sehen wir schon auf alle Fälle, dass wir erst den Brief lesen. Du willst den Brief lesen? Dann lesen wir den Brief. Los geht's. Da steht da. Dann lies. Du bist immer so ungeduldig. Ja, ich will einbrechen. Nein, alle Karten vorlesen. Ja, ich will doch einbrechen. Wir haben doch keine Zeit. Frank wartet. Ja, du hast Frank einen Brief mit einer geheimen Botschaft geschickt, dass du einbrechen wirst, um ihm zu helfen. Du hast ihn dann gebeten, dir Gefangenenkleidung zu organisieren. So ein Schlinger. Er hat dir zurückgeschrieben, aber du verstehst noch nicht, was gemeint ist. Ganz besonders diese Abschnitte. Ja. Alcatraz, Mai 1962. Erst habe ich Schuhe geflickt, aber jetzt arbeite ich in der Bibliothek. Während ich im Bett liege, wird mir klar, wie oft man einfach nach oben sehen muss, um zu finden, was man sucht. Der Friseur hier ist fürchterlich, ständig geraten mir Haare unters Hemd. Beim letzten Mal habe ich ihm 3 Stellen auf meinem Kopf gezeigt, die er nicht schneiden sollte, und er hat ein großes Loch genau in die Mitte davon rasiert. Ah, das sind Anweisungen. Erinnerst du dich an die Nacht in der Billy Goat Tavern, als du deinen Drink auf meine Hose verschüttet hast? Mann, da hatten wir eine gute Zeit. Frank. Du warst noch nie in der Billy Goat Tavern. Deshalb hast du etwas gebraucht, um herauszufinden, dass sie in Chicago ist. Es gibt sogar 3 davon. An diesen Adressen. 60 Lake Street, 203 Yorktown Center und 430 Michigan Avenue. Wovon zum Teufel spricht Frank? Ich weiß, dass wir diesen Werkzeugkasten auch noch haben. Ja, den haben wir. Ne, und ich würde ja mal fast behaupten, wenn man diesen Werkzeugkasten hier wahrscheinlich drüber legt, dass dann irgendwas... Oder auch nicht. Doch. Irgendwie, da ist bestimmt was dahinter. Ja, Frank weiß aber nicht, dass wir diesen Werkzeugkasten haben. Frank weiß das. Vielleicht muss man ja auch andersrum haben. Ja. Ratz. Okay. Das schon mal nicht. Aber wir sehen das schon. Wie gesagt, wir sehen hier diesen Boot mit dem Boot, das wir da sehen. Das Boot. Jetzt dürfen wir die Karte auch umdrehen und schauen, was da denn passiert. Soll ich weiterlesen? Ja, lies weiter. Es ist der Morgen des 11. Juni, des Tages, an dem Frank Morris und seine Kumpanen fliehen wollen. Du befindest dich auf der Fähre zwischen San Francisco und Alcatraz. Mit dir ist noch ein Passagier auf der Fähre, ein Gefängniswärter, der zur Insel zurückkehrt. Oh. Du gibst vor, ein Klempner zu sein, der ein paar beschädigte Rohre reparieren soll. Es gibt allerdings ein Problem. Der Kapitän hat eine Passagierliste in der Hosentasche. Am Ende des Tages wird überprüft, ob alle Besucher die Insel wieder verlassen haben. Du musst deinen Namen von dieser Liste streichen, ansonsten suchen später alle nach dir. Ziel: Lenke den Kapitän ab, indem du aus Versehen den Alarm auslöst, dann kannst du die Liste aus seiner Tasche stehlen. Du brauchst für die Lösung ein Symbol, eine Farbe und eine Nummer. Wenn du einen Hinweis möchtest, Kaffeetasse. Die haben wir hier. Ist das dein erstes Break-In-Spiel, brauchst du Hilfe, dann lies Karte Nummer 1. Eigentlich ist es ja unser erstes, aber wir sind noch voller Hoffnungen, dass das so geht. Weil wir schauen ja erstmal, was es noch gibt.
auf dieser Box. Also hier gibt's noch so einen Zettel, so einen abgerissenen. So ein also eine Flaschenpost, das kann man mal, das. Das ist keine Flaschenpost, ein abgerissener. Na doch, guck mal, das ist eine Flaschenpost. Ja, gut. Hier ist der abgerissene Zettel der Flaschenpost. Und das ist der Kapitän. Dann lese ich das mal vor. Du entdeckst eine Flasche, die auf dem Wasser treibt. Du lehnst dich mit einem Netz in der Hand über die Reling und nimmst die Flasche auf, als das Boot an ihr vorbeifährt. In der Flasche findest du einen Zettel. Lies diese Karte. So, da ist so ein Typ abgebildet, der da so rumspricht. Der hier. Ja. Das ist die Nachricht eines verzweifelten Insassen, sagt der Captain, der dir über die Schulter blickt. Einer, der weiß, dass er nie entkommen wird. Sie sollten sie als Andenken an ihren Alcatraz-Besuch behalten. Ich träume von Flucht und davon, die Mysterien der Welt zu sehen. Wie Maya-Tempel und eine fliegende Untertasse. Oder war es nur ein Wetterballon? Ich frage mich, wohin sie ihn gebracht haben. Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz. Arbeitsauftrag anstreichen. Etage 3, Etage 2, Etage 1. Und das Ganze ist dann auch noch in bunt gehalten. Was man jetzt bedenken muss, das sind jetzt diese beiden Symbole auch noch. Das sind die von den Lösungsstreifen, die wir irgendwo hier verbuddelt haben, hier hinten. So. Die man dann da nutzen kann. Aber ansonsten, da ist der Captain. Ja. Den könnte man mit einer Zeitung hier ablenken. Hier gibt's noch einen Text, den du lesen sollst. Ja, den lese ich auch gleich. Ich guck nochmal vielleicht, ob irgendwo noch ein Symbol drauf ist. Nee, aber die sind alle braun. Richtig. Weil die Symbole, die es hier sonst noch gibt, diese hier, das sind halt diese Lösungsteile. Gut, gucken wir mal, was da noch stand. Das war ja diese Notiz. Um den Wärter hilfreiche Informationen zu entlocken, tust du neugierig und sagst, wenn jemand aus dem Zellenblock entkäme, könnte er bestimmt einfach ins Wasser gelangen und wegschwimmen, ohne dass man ihn sehen oder fangen würde. Der Wärter lacht. Keine Chance. Das nächstgelegene Ziel ist am verlockendsten, aber die starke Strömung zieht einen hinaus aufs Meer. Und am Strand ist viel los. Da würde man bemerkt werden. Man könnte nach Osten schwimmen, aber dann würde man an einer Militärbasis landen und bestimmt gesehen werden. Es ist wirklich kalt, also will man nicht länger am Wasser bleiben als nötig. Am Ufer gibt es wenig Deckung, also müsste man das Wasser nahe der Stelle erreichen, wo man abtauchen will. Zwei Ausbruchsversuche wurden am Hafen gemacht, deshalb führt die Fähre Buch über jeden Passagier und es patrouilliert ständig jemand in dem Bereich. Die meisten haben versucht, in der Nähe des Model Industries Gebäude zu entkommen. Sie wurden alle geschnappt. Wir patrouillieren da verstärkt. Das ganze Gebiet ist abgedeckt. Niemand kommt da raus. Das können Sie mir glauben, sagt er jetzt. So, das sind die Hinweise, die wir haben. Also unser erstes Ziel ist ja der Captain. Den genau. Captain ablenken. Stand ja da Ziel. Genau, Ziel ist den... Lenke den Kapitän ab, indem du aus Versehen den Alarm auslöst. Den Alarm auslösen, das können wir hier an der Seite. Eventuell. Ja. Das wäre so ein Flaggending. Ja, aber hier ist ja der... Wäre eins. Aber wir möchten ja Möb machen, also so, zwei. Zwei rot. Rot. Wir haben das Symbol Anker, weil wir wollen den nach rechts drehen, damit es Möb macht. Ja. Wir haben die Zahl 2, das heißt, wir benutzen Schlitz 2 und wir haben die Farbe Rot, das heißt, wir stecken bis Rot rein. Das in den Schlitz und dann guckst du da durch das Ding. Und dann haben wir da eine, durch eine Karte. Eine Karte. Wir haben eine Karte gefunden. Ja. Kannst du wieder hochnehmen. Genau. Und dann gucken wir, was die Karte sagt. Du löst aus Versehen den Alarm aus, während der Kapitän damit beschäftigt ist, ihn abzuschalten, ziehst du ihm die Passagierliste aus der Tasche. Keiner ist jemals lebendig aus Alcatraz entkommen, sagt der Wärter neben dir. Erst befürchtest du, dass er mitbekommen hat, wie du die Liste gestohlen hast, aber stattdessen malt er dir eine Karte auf. Von den drei Orten, zu denen man flüchten könnte, ist Treasure Island am weitesten entfernt, gefolgt von Angel Island und dann San Francisco. Er erzählt dir von den 12 Ausbruchsversuchen, die unternommen worden sind und scheiterten. Er zeichnet sie mit farbigen durchgehenden Strichen ein und nummeriert sie. Das sind wahrscheinlich diese farbigen Striche, die es da gibt. Bei Versuch Nummer 10 haben sie es nicht mal aus dem Zellenblock geschafft. Du ziehst
Genau, gepunkt. Du ziehst gepunktete Linien vom Zellenblock aus zu den Wegen, die anderen Gefangenen benutzt haben. Mhm. Du wirst den Weg vom Zellenblock zum Ufer finden müssen, aber der die größte Chance auf Erfolg bietet. Ei, viel Text, Leute. Ja. Ziel, bestimme den besten Weg zum Ufer. Du brauchst deinen Zielort, Symbol, das sind dann diese drei, die es da gibt, die Stelle, an der du vom Dach des Zellenblocks hinabkletterst und den Weg zum Ufer. Und der Zellenblock Nummer, also das ist die Nummer und dann ist es auch wieder die Farbe, die wir dann hier benutzen. Also er hat ja gesagt, das nächstgelegene nicht. Das heißt, es wäre das, was am weitesten entfernt ist, oder nicht? Das war ja in dem Text vorher. Er erzählte von den anderen. Er zeigt halt mir vorher. Vorher hilfreiche Informationen. Keine Chance, das nächstgelegene Ziel ist am verlockendsten. Das wäre San Francisco. Fällt also weg. Also fällt er weg. So, dann, es ist wirklich kalt, also bleibt man am Ufer, gibt es wenig Deckung. Dann hatten wir die Militärbasis da. Und am Strand ist viel los, da würde man bemerkt werden. Der Strand. Das wissen wir noch nicht so ganz, wo der Strand ist. Man könnte nach Osten schwimmen. Das ist Osten. Aber dann würde man an einer Militärbasis bestimmt gesehen werden. Das heißt, nach Osten schwimmen wäre also hier lang. Also müssen wir nach dort. Also die Lupe. Schon mal die Lupe. Ah, so. Warte mal. Sind die beidseitig? Die sind beidseitig. Gut, dann suche ich mal die Lupe. Weiter. Gut. Er erzählte von den 12 Ausbruchversuchen. Bei Versuch Nummer 10 haben sie jetzt nicht mehr die... Keine Lupe. Sie ist gepunktete Linie. Doch, die Lupe ist da. Oh, da. Was ist denn? Und Zellblock, die anderen Gefangenen benutzt. Du wirst den besten Weg zum Ufer. Du brauchst deinen Zielort, Symbol. So, das heißt, wir müssen irgendwo... Das ist der Zielort. Das ist der Zielort. Wir müssen irgendwie dort hin. Ja, jetzt brauchen wir eine Nummer. Aber wie kommen wir an die Nummer? Zu den Wegen, die andere Gefangene benutzt hat. Du wirst den zum Ufer finden, der die größte Chance auf Erfolg bietet. Ah, er zeichnet sie mit... Was? Das sind die 12, also er hat diese 12 mit farbig gestrichen und nummeriert. Bei Versuch Nummer 10 haben sie es nicht mal aus dem Zellenblock geschafft. Hier. Genau. Du ziehst gepunktete Linien vom Zellenblock zu den Wegen. Ja. So, wenn wir nach da wollen, müssten wir also irgendwie hier so entlang. Nein. Ich glaube, die... Naja, 10 war ja hier, das hat er nicht geschafft. Ja. So, dann hat er gesagt, 9, und das sind hier 9 und 11, die wahrscheinlich mit der Fähre. Genau. Da sagte er ja, wir haben auf dem Links welche gehabt. Hier, ich glaube, da kommen hier die auch nochmal dazu. 2 Ausbruchsversuche wurden am Hafen gemacht, 9 und 11, die hier. Ja. Deshalb führt die Fähre auch ein Dings. Die meisten haben versucht, in der Nähe des Model Industries Gebäude zu entkommen. Das ist da hier hinten bestimmt. Ja, das sind die meisten. Sie wurden alle geschnappt. Ja. So. Niemand kommt. So, wenn wir jetzt nach Osten wollen. Nein, wir wollen nicht nach Osten. Na doch, wir wollen ja nach hier wollen. Ist für mich der einzige Weg, der da. Die 6. 6 grün. Und 6. Dann die Lupe. Die Lupe bei der 6 reinschieben. Es gibt aber keine 6. Mhm. Das ist jetzt... Warte mal, nein, es ist die 2. Es gibt nur 1 und 2. Ja. Und es ist dann grün. Also 2 grün. 2 grün, sagst du. 2 grün. Wir hätten auch noch einen Hinweis haben können mit diesem... Das wäre jetzt Gitterstäbe. 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 Ja. Gitterstäbe. Die haben wir auch hier. Also bis jetzt. Als die Fähre in den Hafen einfährt, ist der Captain abgelenkt und du schiebst die Passagierliste unauffällig zurück in seine Tasche. Dein Name steht nun nicht mehr drauf. Deine Aufregung wächst, wie das sicherste Gefängnis der Welt wohl von innen aussieht. Ja, ich bin ja auch David Copperfield, ne? Während des langen Aufstiegs auf den Hügel zum Zellenblock hast du viel Zeit zum Nachdenken. Du betrittst den Zellenblock durch den Haupteingang. Du hoffst, dass dein Aufenthalt kurz sein wird. Sehr kurz. So, und jetzt geht's los.
Öffne die erste Schicht der Schachtel, um Alcatraz zu betreten. Achte auf hervorgehobene Kartensymbole. Du hast die Insel Alcatraz erreicht. Wenn du weitere Tipps brauchst, lies Karte 2. Das mache ich jetzt hier so nach außen? Genau, das machen wir jetzt nach außen. Öffnen wir die Box. Ein bisschen fummelig, die zu öffnen. Du hast immer noch nicht eins. Nein, ich habe immer noch nicht eins. Ja, und jetzt war es das mit der Teamarbeit. Nein. Ach, da ist keins. Das ist fest. Bleibt fest. So. Und wir sind in Alcatraz drin. So sieht's dann innen drin aus in Alcatraz. Wer hätte es gedacht? Und an dieser Stelle verabschieden wir uns von euch. Weil wie es dann weitergeht, das müsst ihr wirklich selbst rausfinden. Genau. Bis dahin sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Die Jasmin. Und der Jan. Ciao. Ciao.